Gräußchen mit den Dieren Fred von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen aus Johannes Kapitel 6, 54 durch 59. Oder so sein det. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, nicht wie eure Väter das Manna gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Solches sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Wenn wir in diesem Vers mit dem Vers 47 vergleichen, dann haben wir dort deutlich Säunen, dort sein Fleisch essen, sein Blut trinken, dort heute und dort und Abend zu glauben. In Vers 47 lesen wir dort, wer der Gläubige der hat ewig Leben. In Vers 54 lesen wir, wer Jesus sein Fleisch essen, sein Blut trinken, hat ewig Leben. Wenn zwei Dinge eindreht überein sind, dann sind das auch unter den anderen überein. Und von dort falle ich dort, dass jeder, der sein Fleisch hat, sein Blut trinkt, dort meinen der, wer an Arm gläuft. Alle, die an Arm gläuben, die wurden am letzten Tag abgeweigt worden, und dort bezieht sich natürlich ab der Charpasch, die an dem Glaube und dem Herrn Jesus Christus gestorben sind. Das Fleisch von dem Herrn Jesus, das ist das wirkliche Ete. Sein Blut ist das wirkliche Trinke. Und dort ist ganz im Gegensatz zu dem irdischen Eten oder dem irdischen Trinken. Daher hat ihr bloß den tätlichen Wert. Aber den Wert von dem Tod von unserem Herrn Jesus, das verjährt niemals. Wer durch den Glauben und Arm teilhaftig wird, der kriegt das Leben. Und das Leben bleibt ewig. Zwischen Jesus und dir, der in Arm glauben, du besteht eine sehr enge Verbindung. Wer sein Fleisch hat und sein Blut trinkt, der bleibt in Arm und heu in Arm. Nichts kann enger aus dieser verbunden sein. Wenn wir irdische Äten zu uns nehmen, dann wird dort in uns Körper abgenommen und wird damit ein Teil auch von uns. Wenn wir dem Herrn Jesus als unserem Erlöser annehmen, dann kommt er in uns Leben, um in uns zu bleiben. Und auch wir blieben in Arm. Nun benutzt der Herr Jesus noch ein weiteres Bild für die enge Beziehung zwischen Arm und den Gläubigen. Das Bild ist seine enge Beziehung zum Vater. Der lebende Vater hat den Herrn Jesus in diese Welt geschickt. Das Wort Leben ja vor, das dort bedient, dass Gott die Qual von dem Leben ist, von wo Leben herkommen wird. Als Mensch auf dieser Erde lebt Jesus an den Vater seines Willen. Dort bedient, dass der Vater die Ursache von seiner Anwesenheit in dieser Welt wird. Er führt sein Leben in der engsten Verbindung und Harmonie mit Gott, dem Vater. Gott wird sowohl der Mittelpunkt, aber auch das ganze Leben von ihm. Sein ganzes Ziel bestimmt darin, sich mit dem Vater zu beschäftigen. Hei wir hier als Menschen in der Welt erkannt am nicht, dass er Gott hier oben bohrt im Fleisch wir. Obwohl er von der Welt missverstanden ward, wären heu in sein Vater eint. Sie lebte in der engsten Gemeinschaft taub, und kriegt sie es auch mit den Gläubigen im Herrn. Sie sind hier auf dieser Erde, aber die Welt kann das nicht verstanden. Haft das Schemel in der Haus der Welt. Die Welt verfolgt die Gläubigen und verkommt sogar, wurde am gebracht. Doch weil sie ihren Glauben vertrauen auf dem Herrn Jesus gesagt haben, leben die am Gott seins Halben. Ihr Leben ist mit seinem Leben eng verbunden und das Leben, das bleibt für ewig. Das Pfarrer schien, taubtefotend zu sein, was der Herr in den Ferienfarschen gesagt hat. Er ist das Brot, das aus dem Himmel raufgekommen ist. Er ist die Rate aus dem Manna, das die Vorderst in der Wüste gegeten haben. Das Brot hat bloß einen tätlichen Wert, was die gegeten haben. Das wird nicht bloß für das Leben bestimmt. Doch Christus ist das Brot Gottes, das all die ewige Leben darf, die sich davon nähren dürfen. Die Menge, die fällt Jesus und seine Jünger von den Nudenen Korn von dem See Genezareth und Kapernaum. Ganz oben hat diese Menge Jesus in der Schule hier getroffen und da hat er an die Predigt gebracht von dem Brot und von dem Leben.
von der wirst ansadok. Wort von der enge Beziehung, wie aus Gläubigen der wir haben zu dem Herrn Jesus Christus. Und wir zweimal für jeden, an dem Herrn du verdanke zu sein. Und du wünsche uns Gottes Segen. Weil wir noch dort beten. Danke, lieber Herr Jesus Christus, dass du der Brot bist, was von Himmel gekommen ist, der uns das ewige Leben gibt. Herr Jesus, danke für Golgatha, für die Radung, die wir haben in dir. Danke für die enge Beziehung, die dein Wort lehren wird. Du in uns und wir in dir, und dort wird ewig bestohlen. Danke, du für Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.